Okay, weiter geht die ganze Sache. So, ist noch immer am Stream das Ganze. Das bedeutet, ich werde dann hin und wieder mal vielleicht zwischenzeitlich Englisch reden, weil ein Kollege aus der Gilde da ist, WoW, und der versucht anscheinend Deutsch zu verstehen. Okay. So. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall daran, mehrere Planeten hier zu besiedeln. Jetzt hier mit dem Wachstum aus. Es wäre irgendwie schön, wenn das Ganze. Ah, hier könnten wir wieder Credits for Information holen. Ja, wir haben eigentlich genügend Credits. Allerdings kostet das Influence. Das heißt, wir werden es nicht machen. Ich brauche die Influence, damit wir weiter Außenposten bauen können. So, hier dieses System ist ziemlich krass. Okay, the Imperial Security Bureau has gathered intel on one of our moths. He's a governor abusing his power to help smugglers and criminals get past checkpoints. According to the Imperial Security Bureau, it's only a matter of time before the general public starts to suspect him. What should we do about this? Send him to prison. Okay, Moth arrested. Wir bekommen 50 Influence. Nice. Ah, wie sieht's eigentlich aus hier? Outpost Population, da da da. Da sind die Armies, ja, ist klar. Ich wollte eigentlich mal kurz schauen, Planeten und Sektoren. Warum? Ah, wir könnten natürlich einen Sektor machen. Hier hätten wir den Expansion Planner. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier an Planetengröße haben. 0%, okay, hier. Das ist sehr interessant. Haben wir da nicht schon was hingeschickt? Nein. Okay, ist natürlich teuer, leider Gottes. Wäre trotzdem interessant, Axum zu besiedeln. Wir können uns auch noch kurz die Edikte anschauen. Fortify the border. Ist derweil nichts. Ja, hier, Map the Stars wäre natürlich interessant, aber können wir uns nicht leisten, wenn wir uns weiter so schnell ausbreiten. Starfighter Upgrades, das werden wir später mal probieren. Keine Ahnung, wie das momentan funktioniert. Ansonsten, ja, man sieht, glaube ich, dass ich extrem eingerostet bin, was Stellaris angeht. Okay, hier weiter erforschen. Was lohnt sich momentan für uns? Können wir noch immer nicht hin? Ja, wir müssen so oder so in diese Richtung. Ansonsten du hier passt, du hier auch in Ordnung. Wir sollten dann vielleicht mal so in Richtung Norden expandieren, damit wir nicht unseren Hauptplaneten quasi direkt an der Außengrenze haben. Das ist immer unpraktisch. Gut, okay, lassen wir weiterlaufen. Übrigens, ich zünd mir da nicht immer eine neue Zigarette an, das ist immer dieselbe, die ausgeht, wenn ich rede. Gut. Construction So, hier sind wir fertig mit der Konstruktion. Können wir da schon was abbauen? Ja. Hypermaterie haben wir hier. Okay, brauchen wir für Hyperfuel. Ah. Das Gigantic Skeleton kennen wir schon. Das ist auch im Base Game. Okay, wir sind fertig mit dieser archäologischen Ausgrabung. Schauen wir uns mal an, was es da gibt. Okay, da ist es also um Spice gegangen. Und da ist anscheinend ein Spice Dealer draufgegangen. Ja. Und wir haben jetzt Spice bekommen. Und zwar 1500.
Werden wir sehen, wofür wir das brauchen. Wir können dieses Science Ship jetzt verwenden, um hier noch Noden zu erkunden. Hier sind wir auch fertig. Moment. Hier. Du solltest eigentlich... Ah, okay. Ah, und die Research Station's nice. Star System charted. Sein Schiff. Technology secured. Drüben auch fertig. Gehen weiter in diese Richtung. Haben eine neue Technologie und jetzt gibt es die erste Fraktion oder die ersten Fraktionen. One Throne Group und Order of the Burning Star. Schauen wir uns gleich an. Die geben uns natürlich Einfluss. Das ist sehr gut. Neue Forschung. Ich würde hier eigentlich ganz gern diese Farmen. Machen wir das. Plus 6 Mineralien. Okay, und dann schauen wir mal ganz kurz auf diesen Fresh Outpost. Ah, das ist natürlich für die Corporations. Beziehungsweise, das ist von dem Add-on. Was wollen wir hier machen? Kommen wir mal zu dem Planeten hier. Hier hätten wir natürlich diese kleine Starbase. Construction complete. Construction Ship kann wieder Sachen machen. Wir einfach weiter in diese Richtung gehen. Wenn wir hier bauen, dann brauchen wir die gerade dabei nicht erforschen. Das können wir später machen. Unsere Flotte können wir dabei nicht vergrößern, aber was wir vorher mal erforscht haben, waren eigentlich andere Schiffe und dann sieht man jetzt hier die Modelle. Wunderbar. Sieht richtig cool aus. Und natürlich die passende Musik dafür. Star System charted. Okay, hier haben wir noch immer unsere Megastructure, die können wir irgendwann mal upgraden. Brauchen dazu aber 2000 Alloys. Construction complete. Wäre natürlich schön, wenn unsere Population etwas würde. Okay, und hier haben wir jetzt die erste Überbevölkerung, das ist sehr gut. Wir können hier mal was bauen, und zwar... Könnten wir entweder Credits holen, oder wir könnten natürlich Handel produzieren. Und Annehmlichkeiten. Oder Mineralien in Consumer Goods verwandeln. Oder wir holen uns Nahrung. Allerdings glaube ich, wir bauen hier ein Gebäude. Und was wollen wir hier? So, da gibt es jetzt viel. Sehr viel. Wird wieder viel lesen. Aber ich schau mal ganz kurz. Minerals into Ordnance, das ist für Munition, das weiß ich. Ah, Droid Assembly Plants. Minerals into Droid Pops. Das könnte gut sein. Minerals into Alloys, das könnte auch sehr gut sein. Hm.
Ansonsten hier können wir Hyperfuel produzieren. Hier wieder Consumer Goods. Hier können wir Plasma Cells. Wir schauen uns mal kurz an. Ja, okay, das, da können wir nicht viel picken. Das ist nämlich eine Ecomonopolis. Wir werden hier die Zack, das ist Droid Assembly Plants bauen. Kostet das Ganze nicht wahnsinnig viel. 500 Mineralien. Okay, unsere Science Chips. Sie ist fertig, nice. So, du baust hier. Du holst uns das. Das ist ein verdammt gutes System. Das wollen wir auf jeden Fall. So, da wird gebaut, wunderbar. Und dann haben wir bald eine andere Kolonie fertig. Wirst du weiter in diese Richtung erkunden. Anomaly found. Die Forscher werden auch immer besser. Bacta Production Plant, okay. Over the centuries, Bacta became the go-to treatment for any injuries. Ah, okay, ja, ich erinnere mich, was das war. Injuries, and for a good reason. The mixture of Cavam and Alazi, bacteria combined with Ambori fluid, helps the body regrow tissue, including nerves, skin and muscles. According to our healthcare administrators, raising taxes to subsidize bacta production could significantly boost the yields of the substance. Mm-hmm. You should, however, be mindful of the fact that taxpayers seldom like tax increases. Okay, das stimmt, ja. Mag ich auch nicht. Hm. Wir brauchen es eigentlich nicht, oder? Bacta, ist es das hier, wo... Haben wir das hier irgendwo? Nein. Weil haben wir noch keines, oder? Doch, hier ist es. Lassen wir das mal. Wenn das Unrest erzeugt, dann lassen wir das. We know better. Fuck. Governor Angry. Okay, wir haben 100 Einfluss verloren. Das ist ein weiteres Level. Oh! Unser Palpatine hat ein Level bekommen. First Emperor of the Galactic Empire. Gut. So, wir können hier was Neues holen. Imperial Conviction. Jo, haben wir schon. Wir werden jetzt Imperial Military Research nehmen. Haben momentan keine keine Armeen, die irgendwie am Boden stationiert sind. Can't afford it right now. Eigentlich hätten wir es uns leisten können, aber egal. War jetzt zu schnell geklickt. Weil hier könnten wir natürlich Defense Platforms bauen. Könnten hier noch was bauen. Allerdings lassen wir das dabei mal. Hier steht, dass wir einen Komponentenslot haben. Aber ich sehe nicht, wo wir das bauen könnten. Sensors? Nein. Da ist. Ah, hier. Okay, das ist etwas komisch. Schaut ein bisschen anders aus als beim Basecamp. Wir könnten hier die Banner Gas produzieren. Wozu brauchen wir das? Laser Cells. Okay. Machen wir dabei nicht. Bevor ich dann den Blödsinn mache, warten wir lieber. Targeting System, nice.
mehr Shield Penetration und mehr Armor Penetration. Hier mehr Schilde. Vector Beam. Wir werden das Targeting System nennen. Ah, bekommen wir Influence. Sehr gut. Influence expanded. Okay. Haben den nächsten Planeten. Hier können wir weiterbauen. Da ist noch immer ein Pop. Star, was brauchen wir? Was hätten wir gern? Credits würde ich sagen. Ja. So, hier passt auch noch alles. Was machst du hier drüben? Du sollst auf jeden Fall bauen. Und du, in welche Richtung gehen wir? Ich glaube immer weiter nach Süden. Ja, schauen wir uns da mal an, was es dafür Routen gibt. Gut. Soweit alles in Butter. Wie sieht's mit unseren Freunden hier aus? Nein, da. Falsch. Optionen hier. Was hätten die denn gern? Hier. Issues. Okay, da links. Die haben keine Issues. Die haben Problem damit, dass wir die falsche Regierungsform haben und Stratified Society. Ensuring a Stratified Society be it through a Stratified Economy, Slavery or even Purging will please the One Throne Group. Okay, das passt das alles. Können wir gar nicht viel machen momentan. Okay. Hier haben wir ein Hyper Metal Deposit. Cool. Construction complete. Star System charted. Okay, Faction formed. Die Human Purity Party. Oh, wird vom Darth Vader angeführt. Übrigens, wir haben hier keinen Admiral. Und das wusste ich schon, weil ich es gesehen habe. Wir haben hier den Darth Vader. Es gibt also auch spezielle Charaktere. Bam! Und Darth Vader führt also unsere erste Flotte an. Die wir jetzt übrigens noch auf 7 Schiffe ausbauen. So, in diese Richtung können wir uns dann auch ausbreiten. Was ist hier? Piratenflotte 42.000. Und hier sehen wir jetzt die Schiffsmodelle. Holy fuck, das sieht so gut aus. Das ist wirklich nicht schlecht. Also da haben sie sich wirklich was angetan. Gefällt mir wirklich gut. Research, nice. Dann haben wir Construction Ship, fertig. Können dann eine neue Kolonie gründen. Diese Richtung ist nichts wahnsinnig Interessantes dabei. Hier eigentlich auch nicht. Er baut noch. Wir werden hier in Richtung Norden gehen. Und unsere Grenzen ausweiten. Hier glaube ich, dieses quasi die. Wie heißt es? Gestern habe ich es noch gewusst. Diese Regionen, die Unknown Regions, die es also in der Galaxie von Star Wars gibt, wo man nicht ganz genau weiß, was dort ist, beziehungsweise das Ganze ist nicht kartografiert. Kann man später im Spiel erreichen, derzeit noch nicht. Das heißt, dieser ganze Abschnitt ist hier noch nicht erreichbar. Hier unten schon, glaube ich. Aber eben hier so quasi im Westen weiß man nicht, was ist.
Wir können jetzt eine Klinik bauen. Das finde ich gut, weil da wachsen die Pops schneller. So, hier brauchen wir da mal nicht. Sieht so ein Wachstum aus. Okay, Bunkerbot. We have raised the unusual electromagnetic radiation emanating from Lolna 1 or 1. The secret subterranean bunker hiding a mega computer the size of a battleship. Our researchers suspect that it may have been there for several thousand years, hard at work solving a single very complex problem, the nature of which will, which still eludes us. ich glaube, das ist ein Event vom Base Game. Wir könnten hier die Teile holen. Und dann. Unsere eigene Research boosten. Ja, machen wir das. Research ist nie schlecht. Okay. Fraktionen schauen alle mal relativ zufrieden aus. Wir haben einen Haufen weiße Level-Ups. Bei den zwei Information machen wir dieses Mal. Anomaly found. Okay. Small Precursor Vault, wir haben hier kleinere Artefakte, gut. Was hier mit den Old Chips? The Clone Wars are over and the Galactic Empire emerged victorious. Wir haben natürlich eine bisschen andere Geschichte. Emperor Palpatine is now focusing on his new armada. Countless new ship designs have been created to suit his needs. Well, these new ships will be much better than what we currently have. We can throw away the old ships that saved us so many times. We have identified two Venator class ships that can be used in battle again after some repairs. Should we commence with the repairs, or have these old ships outlived their use? Ah, 4000 Alloys bräuchten wir. Ja, wir schicken sie nach Bracca und dort werden sie dann leider Gottes. Schauen wir mal. Aber wenn wir das jetzt machen, hier am Markt. Sag mal, wir verkaufen ein bisschen Nahrung. Oder wie viel kosten Alloys? So. Können wir uns welche kaufen? So. Let's fix them. They serve us well. Ich möchte eigentlich nur die Modelle sehen. Unbedingt sogar. Sind noch nicht da. Kommt da noch was? Oh, yeah. Chips repaired. Okay, more resources than we initially thought were required to repair the two Venator-class ships. Diese 500 Mineralien sind uns egal. But we did it! They look brand new and are ready to serve once again. The ships have been parked in orbit around Coruscant and are awaiting orders. Woo! Okay, jetzt müssen wir schauen, ob wir den Upkeep überhaupt leisten können. So, a cost to dance. Keine Ahnung, was das war. Hab mir gedacht, da kommt noch was. Alter. Fucking geil ist. Episch. Also die Modelle sind super cool. Gut, das werden wir mal hier zusammenführen. Und wo ist Merch? Fleet Transfer Ships. Da, Merch. Star System. Hier unsere momentane Flotte. Frage ist, was für einen Unterhalt haben die und können wir es uns da leisten? Ja. Der Unterhalt ist in Ordnung. Das Bauen ist enorm.
Wir können auch. Hätten hier eigentlich noch ein Schiff. Schiff zu muss. Aber okay. Wie ein spezielles Projekt. Oh, wir haben Aliens entdeckt. Gar nicht aufgefallen. Das werden wir kurz machen. Dauert 18 Monate. Hier ist unser Science Ship fertig. Weiter in diese Richtung bitte. Hier ist Construction Ship fertig. Holen uns die Credits und dann bauen wir weiter hier hin. Gut. The Dancing Plague. Okay, da geht es eben darum, dass Leute anfangen zu tanzen. Und zwar einfach so. Und da geht es eben drauf, darum, dass die so quasi so sind, als wären sie auf Drogen. Sollen wir schauen, was da passiert? Oder sollen wir einfach start the music, it's party time sagen? Ja, wie wir schauen, was da passiert. Tanzen ist nicht natürlich. Okay, Encounter in da. Wir finden jetzt also die ersten anderen Anomaly found. Nationen. Hier können wir noch immer ausbauen, ich warte aber auf was anderes. Wobei, das war es eigentlich, worauf ich gewartet hätte. Ah, Communications established. Wir haben hier Arcanian Dominion. Your kind will not threaten our emperor. Oh, die sind aber nah. Gut, dass wir uns in diese Richtung hier ausbreiten. Wenn wir hier einen Außenposten hinbekommen, wäre es gut. Dann haben wir nämlich hier unsere Grenze unter Kontrolle. Dann müssen wir hier drüben noch schauen, da scheint es keine Verbindung zu geben. Dann upgegradet werden. Star System Charted. Anomaly found. Research. Mal in den Orbit unseres Shipyards hier. Coruscant ist so oder so unsere Homebase. Können aber trotzdem nicht viel machen. Dein Ship. Hier in diese Richtung, was wollen wir hier? Mal hier rauf. Beziehungsweise, hier waren die Piraten. Da ist also durch die Piraten mal abgeschlossen, das ist in Ordnung. Construction complete. Hyper Impact, bla bla bla. Physics Research, okay. Faction Ship. So, da müssen wir auf jeden Fall weiter in diese Richtung. Eine neue Faction. Anomaly found. Beziehungsweise haben sich da anscheinend Factions zusammengelegt. Deno Friendship, Friendship Institute. Ja, fuck off. Mal kurz schauen, was wollen die. Das sind also, wir haben so quasi eine Willkommenskultur in unserem, befordern eine Willkommenskultur. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas machen können.
Naja, dabei nicht. Aber okay. Neue Forschung. Oh, mehr Weapon Damage. Mehr Power oder Evasion. Wir nehmen dabei mal die Forschung. Muss ich doch noch schnell beim Ship Designer bzw. beim Fleet Manager schauen. Concerning. Construction complete. Star system charted. Da scheint ein Bug zu sein. Sphere of influence expanded. Zusammen nochmal. Okay, weil vorher wurde das falsch angezeigt. Passt. So, neuer Planet fertig. Hier müssen wir ein bisschen bauen. Haben hier also eine Pop, die nichts macht. Einen Worker. Werden auch hier Droid Assembly Plans bauen. Jetzt schauen wir mal, funktioniert das da drüben? Werden hier Droiden hergestellt? Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Das ist vielleicht, weil wir noch keine Technologie für Droiden haben oder sowas. Das könnte nämlich sein. Müssen wir warten. Dann würde ich das aber dabei hier nicht bauen. Okay, weg mit dir. Was bauen wir dabei hier? Wir brauchen mehr Alloys. Das wäre wichtig. Dann werden wir hier... ja, Turns Minerals into Alloys. Nice. Bauen wir das hier. Foundry. Construction complete. So. Nochmal hier. Dann auch hier bitte. Hier drüben können wir gleich mal weitergehen, nachdem wir hier gebaut haben. Ein Schiff. So. Machen wir uns mal hier um und schauen, was da im Südosten rumkriecht. Anomaly found. Anomalie. So, bin gleich wieder da. Hoffentlich passiert nichts Wichtiges. Ich lasse es mal. Okay, es passiert eh automatisch gut. Encounter in Rule. Go to, wo ist es? Hier unten. Aha. Haben wir also hier andere Spezies entdeckt. Die werden wir uns jetzt mal anschauen. So. Zack. Zack. Achso, Moment. Kann nur eines. Nein, man kann alle gleichzeitig. Dancing Plague. Weil die Forschung anschauen. Ja. Hier wird jetzt kurz gestoppt. Das ist aber in Ordnung. Wir haben jetzt immer mehr Kontakte. Muss das Schiff mal an. Ja, das sieht mir nach einem ähnlichen Schiff aus wie unseres. Naja. Ja, genau, wir wollten ja natürlich weiter kolonialisieren hier. Schauen wir uns mal den Expansion Planner an. Der ist nicht bewohnbar. Am besten einen. Nehmen wir eine Station. Und wo ist diese Station? Lol.
Geil. Könnten wir das? Ja, wir könnten es dann später ziehen. Cool. Aber wir schauen jetzt mal, was wir sonst noch ziehen könnten. Na, wo ist er? Da. Das ist denn der Shortcut für das F5. Dann sehen wir uns mal, was die sind. Hier. Axum wollten wir hier mal anschauen. Wo? Hier. Ja, dann gehen wir mal nach Axum und dann suchen wir uns noch was aus. Mal Axum bitte. Und Uka. Beziehungsweise. Da gehen wir nach Wuka. Fehlen uns natürlich die Alloys jetzt wieder. Okay, hier wieder Cantina Intel nehmen wir. Spice Freighter. Ja, mehr Spice Production bringt uns wenig, wenn wir keine haben. Ja, hat uns wenig gebracht, fuck. Aber ich finde die Idee ganz interessant, dass man hier immer so random Events bekommen kann. So, hier war die Piratenflotte, gut. Mich würde es interessieren, ob die zwei verbunden sind, aber ich glaube, das würden wir sehen. Wenn wir hier wirklich perfekt die Grenze machen. Anomaly found. Wie riesengroß die Galaxie ist. Die Star Patterns, Rotating Stars, das ist eine Standardsache, das werde ich nicht vorlesen. Nicht von der Mod. Okay, und hier müssen wir jetzt kurz schauen, Population. Warum bekommen wir nur Wookies? Wir bräuchten andere hier. Das waren Technicians, die wir hier gebraucht hätten. Und die können wir aber auch besetzen. Mit den Sklaven. Droid Technicians. Mal, ob sich dann was ändert. Ansonsten. Wäre natürlich gut, wenn das besetzt werden würde. Und hier brauchen wir auch noch einen Spezialisten. Mal kurz passt. Die Nahrung passt dabei auch noch. Ich glaube, wir werden schauen, dass wir Alloys produzieren. Ja. Wir werden also hier eine Foundry bauen.
Und ihr hier, was haben wir hier für Pops? Okay, hier werden Menschen gebaut. Gut. Menschen gebaut. Hier kommen Menschen dazu. Eine Summary. Asian Armies Outpost. Was wollen wir hier? Wir hätten. Happiness. Wie sieht mit der Happiness aus hier? Brauchen wir eigentlich nicht Credits. Nicht. Gut. Communication established. Kurulin Security. We will not threaten our Emperor. Schnitt. Ich glaube, wir sollten ein weiteres Construction Ship bauen. Okay, ansonsten passt's. Schauen wir uns mal unsere Nachbarn an. Werden hier momentan keinen Envoy geschickt. Werden hier mal unsere Beziehungen verbessern. Ja. Und auch hier drüben. Receptive. Hätten gern einen Non-Aggression Pact. Ja, warum eigentlich nicht? Kostet uns natürlich was. Construction complete. Okay, alles gut bis jetzt. Gut. Neues Construction Ship ist fertig. Wohin wollten wir? Wir sollten hier vielleicht runterbauen, bevor die hier raufkommen. Neue Kommunikation, Commerce Guild. Oh, shit. Dann müssen wir so schnell wie möglich hier hin. Brauchen 70 Allies, also nur ein paar Monate, dann haben wir das gesichert hier. Das ist wunderbar. Search. Den lassen wir hier und der soll, sobald wir die Allies haben, sofort hier bauen. Anomaly found. Ja, Anomalie. Star System charted. Okay. Entweder Influence. Ich glaube, wir werden Unity dabei nehmen und die Happiness. So, Technologie. Credits from Technicians, da haben wir ein paar. Wir haben wieder wen gefunden. Kingdom of Onderon. Wo seid ihr denn? Hier drüben, das ist egal, gut. Station Lock. Okay. Einen haben wir noch zu entdecken, daran arbeiten wir gerade. So. 32 brauchen wir noch. Construction Ship hier. Haben wir natürlich zu wenige Allies. Influence ist okay, aber die Allies, da brauchen wir definitiv mehr. Darum werden wir uns so bald wie möglich kümmern. Mineralien passen nämlich dabei. Was haben wir hier? Disturbing at da 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 und Skill Level changed. Okay. Ihr braucht auf jeden Fall was zu tun.
weiter in diese Richtung. Ups. Passt. Holonet Uplinks. Perfekt. Haben somit unseren ersten Error Perk Slot. Power, da gibt's. Okay, noch am Anfang nicht so viel, aber da gibt's natürlich dann viel. Financial Sectors. Understanding the Galaxy. Weniger Empire Sprawl wäre gut. Allerdings ist es momentan kein Problem. On Vision. Ich glaube, wir werden die Credits nehmen. Oder Mining Guilds. Ja, Mining Guilds. Sieht mir momentan am intelligentesten aus. Vor allem, wenn wir Alloys produzieren wollen, brauchen wir Mineralien. Boah, was noch 110 irgendwas, jetzt ist 148, das passt also. Okay, ja, das muss noch immer surveyed werden. So, unsere Science Ships sollen weitermachen. Und gehen wir nicht rüber. Hier. Halt mal schauen, ob es da eine Verbindung gibt. Weil wenn, dann müssen wir hier irgendwie die Grenzen abschließen. Okay, Trade Federation haben wir gefunden. Hier drüben gleich. Ja, was können wir mit denen machen? Suspicious. Wir werden hier auf jeden Fall die... Beziehungen verbessern. Star System charted. So, welches ist fertig? Neuer Encounter, ich will es einfach wissen, wenn wir hier haben. Wenn es unsere Research ziemlich Construction unterholt. So. Hier endlich fertig. Verdammt. Hier sollten wir fertig sein. Eigentlich sollten wir hier bauen können. Und können wir hier nicht bauen? Ah, fuck you. Die haben sich das geholt, das wird nur nicht angezeigt. Ah, bitte. Bau du mal hier. Du. Ab hier hin. Ja, das war's der Valet. Hier runter können wir noch, das werden wir machen. Wir holen uns das Tibana-Gas. So, und du. Ah, das wäre perfekt gewesen hier, aber ja. Fuck it. Wir sind's wirklich nicht holen. Nein. Wir werden hier mal gehen Westen hin. Schauen, was es hier so gibt. I do have slaves, dude. Of course I do have slaves. I'm always having slaves. It's like the best worker output ever. It's not possible to not have slaves in this game. Okay, hier können wir wieder bauen. Nice, da haben wir jetzt inzwischen auch unsere Jobs hier oben. Nein, sind noch immer nicht gefüllt. Ah, Forbidden Disruptors. Found a crash transport ship.
on a remote planet, the ship was transporting disruptors, among the most controversial and reviled hand weapons in the galaxy. Disruptors are energy weapons whose blasts are so powerful that they break down objects at the molecular level, leaving only a smoking pile of ash. Sounds like something for us. These weapons are banned by the Imperial Senate, but using them will make our army extremely powerful. Give them. It's a game, okay? You can have slaves in a game. And forbidden disruptors, so, dude. Give them to the army! Construction complete. Course approved. Disruptors distributed. Okay, it's a modifier. 420 months. I await your instructions. We don't do anything with ground armies right now, so. But we will have credits for information. And check what they have in stock for us. What's up now? Uh oh. That looks like a crash. Oh no. The Makers. A wretched hive of scum and programming. Okay, so it was basically bullshit. On the way. And we will just continue expanding. Probably until here. On the way. Jetzt habe ich kurz Englisch geredet, weil ich vorher mit meinem Kollegen Englisch geredet habe. Give slaves to the army. You can't do that, but you can build a slave army. lost to bureaucracy. Due to the major clerical error parts of Grismalt. What parts of Grismalt have fallen behind in infrastructure? Okay, it's the planet. Maintenance and accommodation services. The people live in rather bleak conditions and will not tolerate it for long. Remedying these problems will cost us time and effort. Unfortunate. No, wir helfen denen. If a strong community help them recover. Well, naja, wir haben eigentlich keine starke Community, aber wollen nicht, dass hier irgendwelche Lams oder sonstiges sehen. Hier. Wir da machen, in welche Richtung wollen wir uns da ausbreiten? Das ärgert mich noch immer. Hierhin breiten wir uns schon aus. Wie sieht es hier aus? Construction complete. Technology secured. Communications. Kingdom of Saltros. The kind will not threaten you. Okay. Eher groß. Und eigentlich mag uns niemand so richtig. Okay, das ist ein New Contact deswegen. Und weil wir xenophob sind. That is a recipe for disaster. If history taught us anything, give slaves weapons, train them, somebody gonna get hurt real bad. Yep, that's true. I guess you might be referring to the Roman Empire, right? But we're not giving them weapons, fuck that. They have nothing here. They are only allowed to work and that's it. Course approved. Okay, hier bauen wir unsere Research Station aus. Production Ship, was machen wir mit dir? Können wir hier schon was machen? Nein, leider. Okay, das kann dabei nichts machen. Gut, hier können wir weiter bauen. ja, wir müssen so oder so. Einfach mehr Credits generieren. Consumer Goods passen noch. Neue Forschung. Fusion Secondary Hyperdrive.
Targeting Interface 1, nice, passt. Wenn wir. Hier ein neuer Encounter, gut. Und jetzt schauen wir ganz kurz. Hier sollten wir eigentlich. Construction complete. Inzwischen. Können wir hier nicht. Warum können wir hier keinen Job haben? Okay, wir haben schlicht und einfach keinen, der das machen kann. Gut. Verstanden. Nervt zwar, aber okay. Solange hier Sklaven, Wookies auskommen, ist es halt so. Wir können hier Workers bauen, was wollen wir? Wir wollen hier eigentlich Trade Value and Amenities. Star System Charter. Bringt uns der Planet. Technology secured. Construction complete. Was bringt uns dieser Planet? Das pausieren wir mal ganz kurz. Er hat keine wirklich interessanten Boni. Und wir werden hier einfach Mineralien abbauen. Ja. Habe ich jetzt gebaut? So, jetzt. Gut. Anomaly found. Okay, Rivalry. Fuck off. Okay, dann wenn die uns die Rivalität erklärt haben, dann werden wir das auch machen. Wir lieben es nicht, wer war's denn? Bring them auf Underrun, da. Wir haben momentan keinen Envoy. Aber das können wir machen. Gut, gibt uns Influence. Passt. Okay, wir haben die Forges fertig. Super cool. Weniger Waffenschaden, aber mehr Hull HP. Klingt für Support Ships ganz gut. Aber wir werden hier Titanium Starship Armor freischalten. Gut. So, muss mal weitergebaut werden. On the way. Hey, du, in die Richtung. I await your instructions. Du hast noch immer wenig zu tun. Du könntest eigentlich dabei in diese Richtung gehen. Das voll übersehen. Ich glaube nämlich. Fehlen uns gerade die Allies. Müssen wir 2 Monate warten. Und hier. Sollten wir in diese Richtung gehen. Hier noch was bauen. Das werden wir uns nicht holen. Das ist zu schwer zum Verteidigen. Mal, wie es hier weitergeht. Debris Field. Interesting. Course approved. Ja, so. Gut, der macht es so oder so. Nice. I await your instructions. Gut, hierhin wollten wir eigentlich. Okay. Das haben wir schon gesehen, dass die uns nicht mögen. Wir mögen sie auch nicht. Bringt uns das was? Könnten die Beziehungen einfach schlechter machen? Gut. Ansonsten gibt es irgendwas anderes, was wir hier tun können. Die sind wary, aber die Beziehungen sind ganz okay.
werden hier mal verbessern. Oh, okay, die sind noch immer da. Okay, wir verbessern da eh schon. Habe ich jetzt nicht gesehen. Hier aus die Federated. Wenn wir hier einer Allianz beitreten, das würden sie mögen. All refugees welcome. Ich fühle mir das so schlecht, wenn ich sage, ich will das nicht, aber ich will es hier jetzt gerade nicht in dem Spiel, also, ja. Sonst von mir aus, wenn die Leute sich integrieren wollen, kein Problem, aber hier in dem Spiel brauchen wir gerade keine Flüchtlinge. Sorry, Leute. Kurz beschreiben. Okay, wieder gehen, passt. Sorry, wegen der kurzen Unterbrechung. Construction complete. Hier sind Fahrzeug, das bauen wir aus, das wird einiges geben. Star System charted. Jetzt macht es wirklich unfassbar. Und hier sind auch noch gute Sachen, wunderbar. Frage ist, weit geht's denn da noch raus? Irgendwann wird hier ein Ende erreicht sein. Anomaly found. Anomalie erforschen wir, gut. Wird gebaut. Ah, genau, wir wollten eigentlich weiter kolonialisieren, aber wir brauchen einfach eine höhere Technology Produktion secured. Hier von den Alloys. Und jetzt die Klinik endlich. Dann hier die Research boosten. Hier haben wir das gleiche Problem wie überall. Oh, wir können hier upgraden. Das habe ich ganz vergessen. Wir das einfach mal. Hier können wir auch upgraden. Irgendwo ab wann können wir das machen? Okay, wenn die Pops mehr werden. Gut. Hier. Gerade beim Besiedeln. Patients. Any Command. Hier, da ist also wirklich alles voll. Construction complete. Du darfst da dir. So, früher oder später werden wir hier ein bisschen eingesperrt sein. Zumindest kommt es mir so vor. Bist du... Wir wollen... hier rüber. Und wenn uns die das wieder klauen, werde ich wahnsinnig. Course approved. Course approved. Wir schicken den jetzt schon hin. Viel muss da noch nicht mehr wahnsinnig viel. Da drüben noch. Anomaly found. Search. Star System charted. Nice, okay, endlich. Gut. Course approved. On the way. Zack. Port den Außenposten bauen. Wunderbar. Damit ist die Grenze hier gesichert. Hier unten werden wir abbauen. Und einen Observation Post bauen. Und dann gleich in. Allerdings fehlt uns da alles. Okay, see you later. Thank you, mate. And good luck with your stream. Okay, ancient life pod, interesting. Okay, wir haben momentan eine. Keinen Einfluss, um das Ganze zu machen. So, New Contact. Qatar Principality. Special Project complete. Hier oben, okay. Hyperdrive 2.
Wir werden hier eine Research Facility bauen. Dann haben wir nämlich das Orbital Research Lab. Ich glaube, wir müssen unsere Forschung ein bisschen boosten. Verdammt, ich bin eigentlich schon viel länger als ich will. Das fesselt mich gerade so. Okay, den hier schicken wir nicht hier rauf, da waren die Piraten. Ah, wir werden hier oben weiter schauen. Ah, da ist der Scientist da oben, okay. Hier, ja, okay. This system, nice. Okay, hier können wir mehr bauen, das ist okay, aber überall noch Jobs. Da spawnen jetzt zumindest bei manchen Planeten die richtigen. Gut. Und da bauen wir gerade die Forge. Perfekt. Construction complete. Construction complete. So. Könnten hier bis hierhin vorstoßen. Fällt uns ein bisschen Influence. Zeige ich mir schnell. Hier können wir bauen und. Okay, da können wir einiges bauen. Nice. I await your instructions. Mal kurz zu unseren Venators. Star System charted. Kann fast nicht darauf warten, die mal in Aktion zu sehen. Sogar mit dem Emblem der Republik. Okay, Non-Aggression Pack broken. Müssen wir schauen. Von die, oder? Oder was? Commerce gilt was nicht. Hier, was ist? Fisches. Ja, wir haben da extrem viel Border Friction. Sollten hier vielleicht mal verbessern, ja. Und schauen uns mal an, wie die anderen so zu uns stehen. Ah, wo ist die Spezies hier? Ah, das ist nicht. Akte. Trade Federation mag uns ganz gern. Können wir mit denen was machen? Ja, Non-Aggression Pact. Passt. Ansonsten. Commercial Pact. Natürlich für die extrem fein. Ja. Research Agreement. Wie weit sind sie? Sie sind ja, machen wir das. Wir sind mit denen jetzt gerade ziemlich dicke. Allianz wollen sie derweil noch nicht. Gut, die werden sich hier. Ich weiß nicht, wie sehr die sich an. So, sein Ship hier. Weiter in diese Richtung. Course approved. Okay, wunderbar. Werden dann vielleicht mal Starbases bauen. Hier wollen wir unbedingt hin. Okay. Aber bis jetzt oder für jetzt habe ich wirklich genug gestreamt. Jetzt mehr als 2,5 Stunden schon fast. Und die Aufnahme werde ich auch beenden. Danke vielmals an euch alle.
Wir werden das auf jeden Fall weiterspielen. Und zwar wahrscheinlich heute Abend. Am Stream, lasst doch einen Follow da. Ich würde mich sehr freuen. Auf YouTube, Abo, Comment oder Daumen nach oben. Wäre super cool. Auch konstruktive Kritik ist sehr gern gesehen. Vor allem zur Qualität des Ganzen. Das würde mich interessieren. Ist was zu laut? Ist was zu leise? Lag der Stream? Was auch immer. Coole Musik übrigens. Okay. Danke vielmals fürs Zuschauen an euch alle und bis bald. Ja, wahrscheinlich heute am Abend. Gut. Tschüss.